Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Gut. Ja, wie gut, dass es geht. Achso, das geht erst in Stufe 2, ne? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Hilf mir doch jemand! Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ei, schon fast 12. Ich finde dich schon auch. Keine Sorge, ich finde dich schon. Sieh dir das hier. So einfach war das eigentlich, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zack, hinter den Bam, weg. Zack, hinter den Bam, weg. Ja. Uiuiui, mal gucken, ob wir jetzt die Kaiserstochter in diesem Bordell finden. Mal gucken. Arg still heute hier. Liegt's am Spiel? Ja, die sind alle gespannt und... ja, gebannt vor Spannung, ja. Ich kann ganz kurz was zu erklären, damit du weißt, worum es geht, schon fast 12. Wir sind der Leibwächter von der Kaiserin und ihrer Tochter gewesen, kam von einer Reise zurück, mit schlechten Nachrichten und so. Mitten in diesem Gespräch mit der Kaiserin kommen irgendwelche komischen Leute, entführen die Tochter, töten die Kaiserin. Und der Meisterspion dieser Kaiserin, ja, hängt mir das an, wofür ich 6 Monate im Knast sitze und durch Hilfe von Freunden es irgendwie dann wieder rausschaffe aus dem Knast nach 6 Monaten kurz vor der Hinrichtung. Und nun versuche ich natürlich meinen Namen reinzuwaschen und Emily, die Tochter der Kaiserin, zu finden. Denn die soll dann auf dem Thron irgendwann sitzen. Ja, und da müssen wir halt gucken, wie das jetzt läuft. Die soll jetzt in diesem Bordell versteckt sein, das haben wir herausgefunden, weil wir den Campbell, ja, der hat mit dem Meisterspion zusammengearbeitet und in der Folterkammer mir ins Gesicht gelacht, den haben wir vergiftet, haben sein Tagebuch geklaut und dadurch wissen wir jetzt den Aufenthaltsort von dieser Emily. Und naja, wir haben uns gerade durch die Straßen hier durchgeschlagen in einer Welt, in der eine Seuche umhergeht. Das heißt, es gibt Weiner, es sind so zombieartige Leute, die
halt verseucht sind und die dich krank machen können. Umso mehr Leute du tötest, umso mehr Leute triffst du auch auf den Straßen davon. Genauso wie Ratten oder so. Und das sind alles so Sachen, die nicht gut für einen sind. Ansonsten kann man noch Sachen skillen, so ein paar Fähigkeiten und so, teleportieren, Zeit anhalten, in Tiere schlüpfen und so weiter. Aber das wirst du wahrscheinlich gleich dann noch mitkriegen. So, auf jeden Fall ein Spiel, was wirklich sehr viel Spaß macht. Ich habe es bei G2A für 6 Dollar. 6 Dollar, glaube ich, gekauft. Super Teil, für auch 6 Euro. Selbst wenn, super Spiel. Und im Frühjahr nächsten Jahres soll der zweite Teil rauskommen. Ja, deswegen den auf jeden Fall zu Ende spielen, damit wir dann den zweiten gespannt zocken können. Weil es ist echt ein gutes Game. Ja, also macht mir ganz, ganz viel Spaß im Moment. Ich bin jetzt auch schon 6 Stunden, 15 Minuten am Zocken. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt so im Fortschritt bin, wie viele Kapitel es gibt. Zwei, drei habe ich fertig. Mal gucken. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ich will später noch Age von Z1 ausprobieren. Ich muss mal gucken. Ich habe gerade so ein kleines Müdigkeitsloch. Ja, aber mittels Powernapping sollte das eigentlich gelangt haben, was ich geschlafen habe. Ich bin nämlich eigentlich ein bisschen krank. Ja, und erst auf dem Weg der Besserung. Aber wir kurieren das aus am PC. Easy peasy. Ja. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich muss mir schnell was Neues zu trinken holen. Mein Fläschchen ist leer. Ich habe euch das vorhin gezeigt. Das ist hier die Coca-Cola Vanille. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein, zwei Gläser kann man davon mal trinken. Das ist auch ganz lecker und so. Aber ja, also so richtig wie eine normale Cola ist das nicht. Bei Steam im Angebot, Leute, kauft euch das Spiel. Ja, nee, ich habe Halsschmerzen und Kopfschmerzen und ja, im Moment sind meine Nasennebenhöhlen mega trocken. Ja, ich meine, zu viel Schleim wäre auch scheiße, aber mega trocken. Ich merke das. Ich merke das beim Reden und so, ne? Aber das ist ja meistens so, wenn die Winterzeit kommt und man anfängt zu heizen. Ich habe dann vielleicht mal eine Nacht zu heiß angehabt und dann ja, mit der Heizungsluft ist es immer schlecht für die Schleimhäute, ne? Okay, so, ich bin jetzt sofort wieder da. Ich habe mir eine Cola kalt gestellt im Kühlschrank. Bin ich sofort wieder da. Ein bisschen Koffeine, dass wir hier nicht wegpennen und dann läuft das gleich weiter. Bin sofort wieder da. Ja, ihr merkt gar nicht, dass ich weglaufe. Weil ich bin eigentlich gar nicht weg. Nein, nein. Nein. Bin immer noch da. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich gar nicht weg war. Ja, aber ich war die ganze Zeit hier. Es ging jetzt so schnell, das habt ihr gar nicht mitbekommen. So schnell war das, dass ich immer noch hier bin. So. Okay. Also, was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Ja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch H1Z1 werde ich noch ausprobieren. Das ist nur ein Update mit Krankenhaus und also ein Zeugs mit großes Auto, neue Skins, also ein Kladderadatsch. Ich werde am Anfang ein Battle Royale machen, dann werde ich auch ein bisschen Survival mal Richtung Pleasant Valley laufen und gucken, dass man sich da ein bisschen beschießt, ja, was es so Neues gibt. Ja. Okay, Leute, weiter geht's. Spiele auf deine Art verschiedene Optionen. Die Umgebung, durch die du dich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedlichen Herangehensweisen an deine Missionen ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Ja, ich guck mir noch mal die ganzen Bilderchen an.
Die Maus könnt ihr sehen, ne? Das hier ist, glaube ich, dieser Windstoß. Der soll ganz gut sein. Ich denke aber, dass ich jetzt auf die Dinge sparen werde, dass ich Menschen übernehmen kann. Ja, aber Saints Row ist total spacey, ne? Gibt's jetzt, also gerade das ist der vierte Teil, ist ich, wenn, dann müsste ich den ersten vorher spielen. Weißt Ich muss langsam mal aufhören, jeden zu töten. Weil die Rattenschwärme, die werden schon voll groß. Nicht so geil. Sie hat gesagt, ich muss mein Herz benutzen. Für dich nochmal schon fast vor 12 ein paar Zusammenfassungen. Die anderen kennen das jetzt schon. Ich habe eine Pistole. Ich habe eine Armbrust mit normalen Bolzen. Ich habe eine Armbrust mit Betäubungsbolzen, mit, ich glaube, Ex-Brandpfeilen, Schrapnellminen, ein Herz, was mir über verschiedene Menschen oder Orte mir Auskünfte gibt. Genauso wie ich kann damit solche Runen sehen. Die Runen brauche ich, um diese Fähigkeit, die ich dir gleich zeige, zu skillen. Denn hier gibt es zum Beispiel den Teleport. Wenn ich jetzt loslasse, würde ich mich dorthin teleportieren. Ja, oder ich kann hier gucken, Lebewesen, wo gucken die hin und so. Ich kann die Zeit anhalten und ich könnte sogar in ein Tier reingehen. Aber es kostet jetzt ein bisschen viel. Okay, aber wir gucken mal, dass wir da reinkommen. Ach so, wir sollten mal das Herz nehmen. Knochenartefakte in der Nähe. Ja. Sie bringen sie aus den Bauern der Hölle. Uneheliche Kinder. Und Mäuler, die nicht gesättigt werden können. Er sieht sich nach den Tagen, die er auf sie verbracht hat. Er trägt die Uniform der Stadtwache. Sie dachten, sie würden in einer Fabrik arbeiten. Wenn sie die Wahrheit herausfinden, ist es viel zu spät. Die Seuche hat auch hier keinen Halt gemacht. Manche Zimmer müssen noch gereinigt werden. Für Runen habe ich zwei. Wir wollten als nächstes was machen? Das mit Menschen beherrschen, ne? So kosten fünf. Umzingelt ihn!
wichtige Kundschaft heute Abend in der Gaumen hat. Die Mädels ist besagt. Sie darf sie nicht enttäuschen. Kommen Sie heraus oder ich rufe die Stadtwache. Zeigen Sie sich sofort. Wo ist morgen hin? Bitte tun Sie mir nichts. Ich bin nur. Aus der Schusslinie! Keller. Im silbernen Zimmer im ersten Stock. Mit Violetta im goldenen Zimmer, zweiter Stock. Gotcha.